Die Kopfnummer 42 wird uns hier nun präsentiert unter dem Sattel von Julian. Viola K. ist hier der Name dieser vierjährigen Fuchsstute. Das K. steht hier für das Zuchthaus Rudolf Kühlmann aus Riedberg-Westerwiehe. Er hat seine Verbandsprämienstute Pearl von Picosun, Power und Plutos angepaart an den Vivaldi-Sohn Vivino. Vivino, der einst seine Sportprüfung mit der hervorragenden Note von 8,8 ablegte. Auch der Muttervater hier, ein erfolgreicher Sporthengst, Picosun, siegreich in der Klasse S 2021 bei den deutschen Meisterschaften, der jungen Reiter erfolgreich am Start unter dem Sattel von Sophie Heukenbrink. Der Mutterstamm, der dieser Viola K. hier zugrunde liegt, brachte hervorragende Springpferde erfolgreich bis zur schweren Klasse. Hier stellvertretend zu nennen Poker von Pilot, international 1,60 Meter erfolgreich mit Otto Becker. Oder auch Riamo von Raphael, international über 1,50 Meter erfolgreich mit Frankes Lothar. Aber eben auch Vielseitigkeitspferde, zum Beispiel in internationalen 5-Sterne-Vielseitigkeitsprüfung erfolgreich Compierre von Con Air. Hier nun Viola K. im Training unter dem Sattel von Julian. Ja, diese Tochter des Vivino, man sieht das schon gleich hier zu Beginn, überzeugt durch ihre Rittigkeitswerte, unheimlich gelassenes Pferd, was sich wirklich prima arbeiten lässt. Ein guter, fleißiger Ablauf hier. So, immer wieder schön ein bisschen ranschließen hinten. Julian, den Fleiß jetzt so mitnehmen. Gut, dann können wir noch mal eine lange Seite, die dritte, eine ganz kleine D verlängern wollen. Genau, wieder ein bisschen ranholen wollen. Ein Pferd, was... Gut, ne, entwickelt sich jetzt schon ganz gut nach vorne. Muss auf Dauer natürlich alles ein bisschen mehr ins Berg aufkommen. Gehen wir auf den Zirkel, dann können wir mal Galopp entwickeln. Aber ich denke, so ein Pferd, was sich wirklich schön ausbilden lässt, die dem Reiter immer schön folgt und sehr, sehr konzentriert auch in der Arbeit ist, muss natürlich lernen, in der weiteren Ausbildung dieses Bergauf mehr zu entwickeln, auch jetzt im Galopp gleich so ein bisschen mehr Galoppsprung fordern, Julian, ganze Bahn, einmal den Galopp so ein bisschen mehr entwickeln wollen, komm, kannst noch ein bisschen mehr Fleiß, schön dranbleiben, so, aber man sieht ja schon, wie wir jetzt hier auch in dem Training das Pferd so ein bisschen fordern können und es gleich reagiert und das ist, glaube ich, das auch, was das Pferd so auszeichnet, dann gleich einmal Handwechsel. Sicherlich nicht so ein Pferd mit so riesen Bewegungen, aber ein Pferd, was man wirklich ja, jeden Tag schön weiter ausbilden kann. Und wenn es mehr Kraft bekommt, dass es dann sich auch in der Trapparbeit mehr ins Bergauf nochmal reinbewegen kann. Dann nochmal wieder Galopp entwickeln. So ruhig ganze Bahn gleich, auch hier schön an der Höhe im Genick bleiben wollen. So wieder ein bisschen mehr Grundfleiß. Nächste lange Seite, dann nochmal nach vorne. So. Gut, ne? Schön mit nach vorne nehmen den Galopp jetzt. So, immer wieder hinten so ein bisschen mehr ranholen. Gut, ne? Dann gleich Übergang zum Trab. Dann können wir dann mal auf den Zirkel gehen, mal langsam Zügel aus der Hand kauen lassen. Ja, man sieht das, ne? Wirklich sehr, sehr gut vom Charakter auch. Ich denke, für so einen ambitionierten Amateurreiter oder auch einen Jugendlichen, der so ein bisschen mit dem Großpferd in den Sport reinwachsen will, genau das ideale Pferd, um die gemeinsame Entwicklung und Ausbildung anzugehen. So, dann durch Übergang zum Schritt. Auch in den Gangarten. Wirklich Schritt, Trab, Galopp in Ordnung. So, ne, dann ein bisschen nach vorne denken und dass er den Hals da genügend fallen lässt. Und Julian, dann kommen wir gleich mal zum Ende. Dankeschön.